Hoch oben im Norden Deutschlands liegen sie. Die Halligen. Naturperlen in der Nordsee. Zehn gibt es dort. Und eine von ihnen ist besonders schön. Halligen sind Marschinseln im Watt. Sie liegen knapp über dem Meeresspiegel und werden mehrmals im Jahr überflutet. Deshalb ist Hoge ringsum von einem Steindeich umgeben, der den Sturmfluten trotzen soll. Die Häuser auf Hoge stehen auf Warften, künstlich errichteten Hügeln. Die Fähre auf dem Weg zur Hallig. Bauer Nico Petersen und Tochter Solveig bringen wie jedes Jahr Kühe und Kälber dorthin. Ja, also die Kühe wissen das ganz genau. Im Mai wollen sie sehr gerne auf die Weide. Die wissen, dass es jetzt losgeht und da freuen sie sich drauf. Das ist einfach mein Ding, die Tiere mit nach Hoge zu fahren und meine eigene Kuh ist selber auch dabei. Und deshalb wollte ich die gerne mit rüberfahren. Vom Festland aus dauert die Überfahrt eine gute Stunde. Die Tiere sind Saisongäste. Sie bleiben von Frühjahr bis Herbst. Nico Petersen, der Bauer vom Festland, leiht sie aus an seinen Kollegen auf Hoge. Hier auf den Weiden mitten im Wattenmeer sollen die Kälber groß und kräftig werden. Ihre Aufgabe nebenbei? Landschaftspflege. Das Gastvieh hält das Gras kurz und stabilisiert so den Boden der Hallig, wissen die Bauern aus Erfahrung. Die Tiere auf seiner Weide zu haben, das ist für Bauer Hartwig Binge immer wieder ein herzerwärmendes Gefühl. Wenn man jetzt das Pensionsvieh wieder auf der Hallig hat und so, das ist schon schön, wenn man jeden Tag hingehen kann und die Tiere angucken kann, wie sie wachsen, die Kälber vor allen Dingen, das ist schon schön. Hoge ist ein Vogelparadies. Mit den Zugvögeln kommen im Frühjahr auch die Ringelgänse. Bis zu 18.000 legen dann auf der Hallig einen Zwischenstopp zum Fressen ein. Die Naturschützer von Hoge beobachten und zählen sie. Lang nach oben gebogene Schnabel, langen Beine. Michael Kliesch erklärt den Namen der Vögel. Ja, wir sagen hier auf der Hallig oft die Rottgoos, das ist dann die einzelne Ringelgans, oder die Rottgöse, Göse ist die Mehrzahl. Und das hängt mit dem Ruf zusammen. Die Ringelgänse rufen die ganze Zeit und man hört oft so ein Rott, 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 Rott als Ruf der Gans, bevor man sie sieht teilweise auch. Und daher kommt dieser plattdeutsche Name Rottgoos. Im Mai fliegen die Ringelgänse weiter zu ihren Brutstätten nach Sibirien. Im Wattenmeer ticken die Uhren anders. Die Gezeiten prägen das Leben auf den Halligen. Auch die Post auf Hoge muss sich den Naturgesetzen anpassen. Hauke Ketelsen, der einzige Briefträger, erklärt, was tideabhängig ist. Tideabhängig bedeutet, die Fähren geben ihren Takt nach dem Hoch- und Niedrigwasser vor. Tideabhängig heißt einfach, wenn die Tide nicht passt, keine Leerung. So arbeiten zu können, hat Charme. Man hat nicht ständig die Uhr im Nacken. Man kann sich auch mal die Zeit nehmen, wenn jemand was möchte, kurz mal ein kleines Gespräch zu führen und dann weiterzugehen. Und
Man hat so nicht die Zeit so im Nacken wie die Kollegen auf dem Festland. Gelassen gehen die Hoger auch mit Geld um. Die wohl kleinste Bankfiliale Deutschlands findet sich in der Küche von Carola Dietrichsen. Einzahlen und abheben am Esstisch. Ein Schalter mit Panzerglas? Überflüssig. Und was ist mit Bankräubern? Da muss die Zahlstellenleiterin schmunzeln. Also das muss ja wirklich jemand sein, der so ein bisschen beschränkt ist, weil man kommt ja mit dem Ganzen hier so schlecht weg. Und selbst wenn man mit einem Schiff hier ankäme, man würde ja trotzdem sofort gefasst werden. Also es lohnt sich nicht. Downtown auf der Hanswarft, ein Supermarkt, ganz klein. Liebevoll geführt von Renate Kunke. Ein Tante-Emma-Laden mitten im Wattenmeer. Das ist schon besonders. Maximal zweimal in der Woche kann ich Frischware beziehen. Und so lange musst du damit auskommen. Du kannst nicht jeden Tag, so wie auf dem Festland, einen LKW kommen lassen und der schmeißt dir schnell mal ein paar Kisten ab. Das geht hier nicht. Natur, Wind und Wetter. Für echte Hoger kein Grund zur Klage, sondern eher Lebenselixier. Früh geht das ins Blut über, schon in der Schule. Uwe Jessel, der einzige Lehrer auf Hoge, betreut eine Handvoll Schüler. Heute ist er mit Melf und Ulrike unterwegs. Ja, da ist einer. Ich sehe ihn schon. Da. Da. Nimmst du ihn? Eine Lehrstunde im Watt. Ein Draußläufer. Zapp. Seitenläufer. Ja, ein Seitenläufer. Ich denke mir, das ist unendlich wichtig. Da bin ich geprägt durch meinen Großvater, der immer mit mir viel draußen war und am Strand war und im Garten war. Und das bringt etwas fürs spätere Leben. Die freie Natur, der schöne Vogelgesang. Und das macht mir einfach halt Spaß. Landschaft, die Abgeschiedenheit, die Weite. All das zieht auch Touristen an. Fast 100.000 im Jahr. Hoge ist die Nummer 1 unter den Halligen im Wattenmeer. Kommen und gehen am kleinen Anleger. Das logistische Nadelöhr der Hallig. Mit der Kutsche klappern die Hallig-Fans Hoges Highlights ab. Da ist zum Beispiel der Königspesel. Oben im Kranz, in der Mitte. Ein uraltes Privatmuseum. Abgefasst. Bis hier. Wer länger bleibt, macht die Wattwanderung. Zuerst heißt es Augen zu und Sinne öffnen. Was haben Sie denn so wahrgenommen? Was haben Sie gehört? Was haben Sie gefühlt? Ich habe gespürt den Schlick und dass die Matsche zwischen den Zehen hochkommt. Ich schmecke es auf den Lippen. Also einen salzigen Geschmack habe ich da. Schöne Brise, der Wind, die Haaren, finde ich toll. Wattwurmsuche inbegriffen. Vielen Dank. Die Hoger leben von den Touristen. Auf fast jeder Warft gibt es Unterkünfte. Auch auf der Volkertswarft. Bei Swantje und Leif. Sie beherbergen Schulklassen. Denen wollen sie mehr bieten als nur ein Bett und ein Essen.
ein Gefühl für die Hallig geben wir ihnen gerne mit. Also, dass sie wissen, was eine Hallig ist. Das ist uns wichtig, dass sie nicht gehen und sagen, wir waren da auf irgendeiner Insel, sondern dass sie wirklich wissen, das ist eine Hallig, das ist was Besonderes. Und dass sie ein bisschen was mitkriegen von uns hier, wie wir hier so leben. Swantje, die Zugezogene, hat live den gebürtigen Hoger geheiratet. Sie ist schwanger und ihre Kinder sollen mal hier groß werden. Seit sie auf Hoge lebt, schaut sie anders auf die Landschaft, beobachtet und filmt. Alles, was an der Hallig überraschend und liebenswert erscheint, fängt sie mit der Kamera ein. Ich meine, normalerweise wohnt man ja nicht auf so einem, mein Papa sagt immer, Haufen Schlick. Wir wohnen hier auf einem Haufen Schlick. Ja, und wie das eben hier so ist, wenn man hier so wohnt und auch landunter miterlebt und wie der Winter hier auf der Hallig ist. All sowas möchte ich festhalten und zeigen auch den Menschen. Landunter auf Hoge. Swantjes Bilder von vor 2 Jahren. Die Hallig ist überflutet. Nicht aber die erhöht auf den Warften gebauten Häuser. Auf Hoge leben 107 Einwohner. Eine eingeschworene Dorfgemeinschaft, die ihre Traditionen pflegt. In einem kalten Winter haben Hoger Frauen typische Kochrezepte gesammelt. Heute kochen sie für uns Zitronensuppe, Muschelfrikadellen und Weißkohlpudding. Gerichte, die einst auch aus der Not heraus entstanden, vermutet Silke Clausen. Schon aus dem einfachen Grunde, weil man nicht alles hat auf Hoge. Sie sehen zum Beispiel schon an der Würzung, wenn wir jetzt kochen, es werden Zwiebeln, Pfeffer und Salz verwendet, hauptsächlich. Und mehr gab es eigentlich auch nicht an Gewürzen. In einem Buch haben sie die Hoger Kochkünste festgehalten. Und plattdeutsche Sprüche. Christa Ketelsen hat einen auf Lager. Hab die Lob Kartoffelsuppe, morgen kommt mein Tante, bringt mein Sack vor Tüllelüt und dann sag ich Danke. Auf Hochdeutsch, hab die Lob Kartoffelsuppe. Morgen kommt meine Tante, bringt mir einen Sack voll allerlei und dann sage ich Danke. Na dann, Lütjem dat schmecken. Die Einheimischen leben gern auf ihrer Hallig im Wattenmeer. Für sie ist Hoge vor allem ihre persönliche Nummer 1. Ja, ich find's hier toll. Also man hat hier die Freiheit, sich zu verwirklichen. Und also ich kann das jedem empfehlen, der den Mut dazu hat. Hier kann man das echt tun. Was ich besonders schätze, ist dieser weite Blick. Das macht für mich Natur hier aus. Und diese etwas ruhigere Lebensart. Dieser Stress, der sogenannte, den viele Leute auf dem Fest haben mit sich rumschleppen, den haben wir hier so nicht.